Heute eine besondere Folge, und zwar gibt es heute eine Verlosung, also dranbleiben. Einen ganz besonderen Gruß an dieser Stelle an den Thomas, das ist der Obmann hier von der Schrebergartenkolonie. Ich fühle mich hier so gut aufgehoben, dass ich auch was zurückgeben möchte. Er hat mich vor ein paar Wochen angesprochen, ob ich ihm bei einer Sache helfen könnte, und darum geht es heute. Bei uns in der Kolonie gibt es noch jede Menge freie Parzellen, 8 an der Zahl plus direkt neben mir der Gemeinschaftsplatz ist auch frei geworden. Und natürlich ist das nur für die Husumer interessant, beziehungsweise Nordfriesen. Ein Bio-Honig, und zwar genau hier aus dem Schnellschen Legat in Husum. Darum geht's. Hier sind die Parzellen frei. Und das sind Bienen, mit denen wird richtig gut umgegangen. Da wird nichts getötet. Der Honig wird auch nicht erhitzt. Das sind ganz tierliebe Imker. Die lassen auch ganz viel Honig übrig für die Bienen. Und das kann ich auch nur unterstützen. Also, es gibt ein Glas Bio-Honig exklusiv von hier aus dem Schnellschen Legat. Zum Honig noch. Der Honig ist was ganz, ganz Besonderes. Wie schon erwähnt, aber ich werde euch nochmal die Seite dazu verlinken. Ich war heute bei denen zu Besuch zu Hause und konnte ein bisschen Infos sammeln. Die haben ja in Husum mehrere, wie sagt man, Imkerstände, Bienenvölker verteilt und tun auch der Husumer Krokusblüte nur Gutes. Das kann ich auch nur unterstützen, ich finde das super. Und ich habe mich da auch umgeschaut, belest euch da selber, gibt es ganz viele Infos. Und ihr könnt die nicht übers Internet kaufen, ihr kriegt die jetzt nur bei mir, für alle, die nicht von hier kommen. Ansonsten müsst ihr herkommen und die kaufen. Die sind irgendwo auf, ich weiß nicht, Märkten unterwegs und verkaufen da ihren Honig. Das ist die einzige Möglichkeit. Einen Vertrieb über Internet gibt es nicht. Das kann natürlich jeder mitmachen, nicht nur die Husumer. Deswegen schaut euch das an. Ich habe ein paar Wörter in diesen Schrebergärten versteckt, in den Parzellen, die frei sind. Und passt gut auf, setzt die Silbenwörter wie auch immer zusammen. Das ist auf jeden Fall eindeutig, nichts irgendwie zweideutig oder wie auch immer. Ihr werdet schon sehen, was ich meine. Und wer die Lösung dann hat, schreibt sie bitte unten in die Kommentare rein. Jeder, der die Lösung richtig hat, nimmt automatisch dran teil. Und ich werde dann in einer separaten Folge bekannt geben, natürlich, wer gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob das ein Einteiler wird, vielleicht wird das auch ein Mehrteiler. Ich werde euch die einzelnen Schrebergärten auch vorstellen. Darum geht es letztendlich, ich will das ein bisschen schmackhaft machen. Und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen dann hier aus der Gegend dann hier begrüßen darf. Ich würde mich sehr freuen, wenn der Thomas die eine oder andere Parzelle durch dieses Video oder die Videos dann verpachtet bekommt, beziehungsweise der Verein in diesem Sinne. Ein kleiner Tipp noch. Wahrscheinlich ist nicht in jeder Parzelle etwas versteckt, also nicht frustriert sein und sich tot suchen. Ich will natürlich, dass ihr trotzdem auf eine Art Spaß habt, das zu finden. Und natürlich geht es darum, dass ich die Parzellen vorstelle und meine Gedanken dazu mitteile. Generell sehe ich das ja immer recht positiv und sehe immer sehr viel Potenzial. Man kann immer ganz viel draus machen. Und das wünsche ich euch auch, für die, die da vielleicht Interesse dran haben. Seid mutig, wagt was. Denkt aber auch dran, es geht natürlich auch um Verpflichtungen bei einem Schrebergartenverein. Dessen war ich mir bewusst, bevor ich mir diese Parzelle zugelegt habe oder gepachtet habe. Liebe Husumer, und jetzt seid ihr noch an der Reihe. Bitte teilt dieses Video auf Facebook. Ich brauche eure Hilfe. Ich weiß, da gibt es eine Gruppe. Du kommst aus Husum, wenn, oder du kommst aus Mildstedt, wenn, oder wie auch immer, was auch da alles gibt. Große Gruppen, haut dieses Video da rein. Ich möchte wirklich dem Thomas helfen. Ich habe in meinem Video auch nicht als Bedingung, dass man mich abonniert. Das wollte ich außen vor lassen. Das ist nicht mein Weg. Ich möchte wirklich helfen. Ja, legen direkt mal los. Ich gehe numerisch vor. Eine erst von den kleinen Zahlen zu den großen. Das heißt, die eine Seite, die Richtung Norden, Osten, die östliche Seite. Und zum Schluss landen wir auf der westlichen, da wo ich auch bin. Und seht selbst, passt gut auf. So, fangen wir an. Das ist Parzelle 7. Was gibt Schönes zu zeigen? Sehreimer auf jeden Fall. Hier links ein Apfelbaum und von dem schwenke ich dann auch gleich mal über das ganze Feld. Das könnt ihr sehen. Geh natürlich noch rauf, keine Sorge, das ist nicht alles.
Also ich finde das ein schnuckeliger Garten. Ich wünsche, ich hätte vorne auch irgendwie einen Baum stehen. Der Baum vorne an der Ecke ist natürlich kein Apfelbaum, da habe ich mich versprochen. Der vorne rechts an der Ecke war. Oder links, wenn man von vorne guckt. Vielleicht weiß das einer, schreibt es unten in die Kommentare. Ist bestimmt interessant. Da vorne ist was Schönes. Und hier hinten gibt es genug Material, was man irgendwie recyceln kann. Ich bin immer für Recyceln, also definitiv etwas, womit man was basteln kann. Ja, da kann man bestimmt irgendwie ein Hütchen draufstellen oder was auch immer man da macht, eine Terrasse. Da gibt es bestimmt viele Ideen. Wer keine hat, kann zu mir kommen zum Fragen, gar kein Thema. Boah, und ich muss sagen, das duftet so schön hier. Was ist das? Wenn das einer weiß, bitte unten auch in die Kommentare schreiben. Okay. Nicht sowas wie Flieder, oder? Ich habe gar keine Ahnung. Riecht echt richtig gut. Ja, Windverzeihung, das geht heute nicht anders. Wir haben wieder ganz viel Wind. Da müssen wir jetzt durch. Guckt euch den an, der ist echt schön. Und ich wette, da waren die Bienen auch schon ganz fleißig. Ja, ich finde, das sieht echt schön aus hier. Und ja, ich denke, ich gehe mal jetzt zur nächsten Parzelle. Die hat auf jeden Fall Potenzial. Hallo Sabine, dich komme ich gleich auch nochmal besuchen. Hm? Ich bin hier gerade auf Tour. Hallo? Na? Hi. Zu dir komme ich auch gleich noch. Dann haben wir hier die wunderschöne 19. Wunderschön vom Schild her. Hier hinten wird es ein bisschen wilder. Also da sollte man sich schon ein bisschen was vornehmen. Aber ja, was ich genau meine, zeige ich gleich erst nochmal. Ich gehe jetzt erstmal rein. So, das Gute, hier gibt es schon Wasser und eine Wassertonne, das hätte ich persönlich auch gerne. Ich muss die ganze Zeit aus dem Wasser anzapfen, so Regenauffang war noch nicht viel drin. Habe auch noch nichts gebaut, kein Dach irgendwie, wo was reinlaufen kann. Klar ist da, aber bewachsen, wer das schon kennt. Ja, ansonsten sind hier schön viele Gehwegplatten, aus denen man was zaubern könnte oder man lässt das so. Und ja, gehe ich mal weiter nach hinten. Ja, vorne seht ihr, da sind Johannisbeeren, dahinter habe ich noch Brombeeren gesehen. Hier vorne auch überall Brombeeren und hier hinter mir ist ein Häuschen versteckt. Alles voll Efeu. Ich glaube, das Efeu hält das, oder der Efeu, das Efeu, der Efeu. Ach, irgendwer wird mich schon korrigieren. Hält das Ganze auf jeden Fall zusammen. Ganz dunkle, versteckte Ecke hier. Da liegen auch Platten rum. Ich denke, wenn man es frei macht, das kann man sich richtig schön machen. Ich denke mal, dahinter ist irgendwie ein Zaun versteckt. Ansonsten gibt es hier eine kleine Mauer. Finde ich total attraktiv. Wenn ich die mitschleppen könnte, würde ich die sofort mitnehmen. Und natürlich, wenn ich es dürfte. Ja, vielleicht ist irgendwer bei euch dazwischen, der aus diesem Häuschen noch was machen könnte. Da liegt auch ganz viel Kram rum und Folie und Bretter und ja, Efeu, wohin das Auge schaut. drin kann ich jetzt nicht filmen. Ich glaube, das macht mein Handy nicht mit. Ich kann mal reingehen, dass ihr vielleicht stellt die Kamera ja um. Okay. Alles klar? Also ich würde schätzen 2 bis 3 Meter mal 2 bis 3 Meter auf jeden Fall dieser Raum. Nebenan ist insgesamt auch noch eine Fläche aufgeteilt in 2 Räume. Vielleicht war da hinten das Klo oder wie auch immer. Bisschen Schutt. Also hier muss man Liebe reinstecken. Da muss man sich was vornehmen. Aber wer da Bock drauf hat, oh, das Holz definitiv zu recyceln, was ich sehe. Also ich hätte da jede Menge, was man nehmen könnte. Ansonsten erwähnenswert natürlich, hier gibt es Bäume, das könnt ihr auch sehen. Ich wäre glücklich über noch mehr Bäume bei mir und bin froh natürlich, dass ich hinten riesengroße Bäume habe, aber auf dieser Seite gerade ist nicht in jeder Parzelle was vorhanden. Dann haben wir hier ja, die Nummer 23. Ihr werdet am Ende auch nochmal von mir eine Auflistung kriegen von unserem, ja, wir haben hier so einen Kasten hängen, wo alles steht, wo ihr anrufen könnt, wenn ihr Interesse habt. Ja, zeige ich euch einfach mal direkt, was hier los ist. Plattenwege, Büsche, auf jeden Fall auch schon Wasserauffang, Wasseranschluss, natürlich ist alles vorhanden. Hier vorne ein bisschen Lupine. Hinten sind Bäume zu sehen. Ja, und ich gehe einfach mal näher ran. So sieht es hier aus, einmal ein Rundumblick. Sonne besucht uns gerade. Wind müsst ihr heute abkönnen, wie gesagt, das kann ich leider nicht ändern. Hier gibt es noch jede Menge Totholz.
Und hier ist alles voll Johannisbeer. Die Büsche sind Johannisbeer. Alles am Wachsen. Also wer da Bock drauf hat, Marmelade, was auch immer man da alles mitmachen kann. Hier gibt es reichlich. Also in der Ecke steht eine Riesentanne. Ja, und die Bäume habe ich jetzt schon ein paar Mal vorgestellt. Nochmal vom Nahen. Oh, ich bin jetzt im hinteren Teil. Und zwar steht hier jede Menge. Ich bin überrascht. Da steht eine Hütte. Mal gucken, ob wir da gleich mal reingucken können. Aber ich will jetzt erstmal auf die andere Seite schwenken. So, da ist auch noch was Schönes. Da gehen wir mal erst näher ran. Oh, ein Elefant. Ein kleiner Zoo. Können wir noch mal von außen gucken. So sieht's aus. Liebe muss überall reingesteckt werden, ihr wisst, wie das ist. Aber ich finde das immer sehr cool, irgendwie neu anzufangen. Und ach, den kennen wir. Da geht's rein. Okay, ich komme da nicht rein, weiß nicht, wie das da drin aussieht. Eine Deutschlandflagge passt doch jetzt zum Fußball-WM. Ist das nicht jetzt irgendwie... Ich habe zwar mit Fußball nichts am Hut, aber irgendwas habe ich mitgekriegt. Ja, ich konnte da reingucken, aber ich habe jetzt keinen Bock, die Steine zur Seite zu tragen. Da drin ist auf jeden Fall Potenzial. Da war wohl irgendwie das Badezimmer. Auf jeden Fall lauter Möglichkeiten mit Spiegel und so weiter. Und hier haben wir dann nochmal den Kompost. Und hier dieses dreieckige Ding. Entweder für Hühner, für einen Hund, wie auch immer. Das sind auf jeden Fall Bretter. Das sieht sogar eigentlich ordentlich aus, bis auf das Wüste drumherum. Müsste natürlich auch nochmal Liebe reingesteckt werden. Kleiner Tipp von mir, ihr kennt mich im Recyceln und ich habe jede Menge von dem Bienenimker direkt bei mir aus dem Garten, der irgendwann mal da war, habe ich übrig. Und wenn ihr den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen habt, das ist jetzt mein Tipp zwischendurch, sucht nach diesen Teilen. Dann haben wir hier Parzelle 32, die ist soweit runtergemäht. Da hinten befindet sich noch Holz. Schaue ich gleich mal drauf. Ich weiß nicht, ob das noch weggeschafft wird, ob da irgendwie Sperrmüll noch kommt. Da war irgendwas im Gange, aber bitte dann mit dem Verein abklären, falls da wer Interesse hat. Ansonsten nicht so viel spektakulär, ich gehe mal rauf. So sieht es dann von dieser Seite aus. Ich schwenke einmal um. Hier überall Brombeeren. Aber wenn man das alles weghackt und der Müll ja auch weg ist, hat man deutlich mehr Platz. Hier stand vorher eine Hütte. Die haben wir in der Gemeinschaftsarbeit weggerissen. Die war hier so über Ecken. Und ja, mehr gibt es auch nicht zu sagen. Dann sind wir bei der Parzelle 33. Die finde ich recht attraktiv. Weil aus dem, was da ist, lässt sich auf jeden Fall einiges machen. Wir haben an der Ecke hier das Bäumchen. Finde ich auch toll. Ja, und dann haben wir hinten ein wenig Metall. Da komme ich gleich näher hin. Ansonsten, ja, nichts Spektakuläres. Man sieht die Grundstücksgrenze. So sieht es von hier aus. Ah, der Momo hämmert hinten fleißig, versaut mir die Aufnahmen. Kenne ich nicht anders. Nein, alles gut, Momo, wenn du das siehst, mach dir keinen Kopf. Du hast ja angeboten, dass ich was sagen kann. Ja, überall Metall hier, finde ich super geil, weil lässt sich jede Menge mit anfangen oder man lässt es so, wie es ist. Ich weiß nicht, ob auch hier direkt die Grundstücksgrenze ist. Ich guck mal nach. Ja, ich glaube, das geht auch noch ein Stück weiter. Es wurde als Kompost genutzt, wie es aussieht. Und da keiner drauf war, hat natürlich die Brombeere alles erobert. Ja, aber was viel wichtiger ist, die Hütte hinter euch. So sieht die Hütte aus. Mal zum Größenvergleich. Ich bin 1,96. Stell mich mal davor. Sind auf jeden Fall auch 2,5 bis 3 Meter. Geschätzt. Ich denke, da liege ich nicht verkehrt. Ja, außer der Hütte gibt es dann hier auch noch einen Rest vom Baum. Mit dem muss man leben oder man holt ihn aus dem Boden. Ab zum nächsten. Wie ihr sehen könnt, Parzelle 35. Ein schöner Weg da hinten hin. Ist alles soweit freigehalten, ganz einfach ersichtlich, worum es sich hier dreht.
Ich sehe jetzt so keine Bäume. Die Hütte, hinter der Hütte halt auch mit den Platten abgegrenzt dahinter, Kompostbereich. Das könntet ihr nutzen, was draus machen. Ja, das ist die Hütte. Das ist übrigens etwas, was für mich anfangs auch auf der engeren Auswahl, in der engeren Auswahl war, diese Hütte, beziehungsweise diese Parzelle. Ich guck mal, ob ich die Tür aufkriege. Das ist Sabine, hallo. Guck mal, wer da ist. Na, willst du hallo sagen? Ja, die ist hier vorübergehend zur Miete. Hm? Tschüss. Die wurde wohl mittlerweile wieder eingesperrt. Oh, ist das hier wackelig? Oh ja, ein bisschen. Sorry, ist jetzt mit drauf. Ja, ich zeige euch mehr vom Grundstück. Hier sind überall Platten. Ja, und wie schon erwähnt, Kompostbereich, das kann man ja alles noch nutzen, was draus machen. Ein paar Bäumchen. So sieht das Ganze von hier aus. Da gibt eine Taube Gas. Also wer da Bock drauf hat, ich finde das eigentlich ganz cool, das Teil hier. Kann man was draus machen. Ja, bevor ich hier mit der Parzelle nebenan anfange, hier nochmal ein Blick von der Seite. Das ist jetzt dann die 36. Schauen wir uns das mal näher an. Bisschen verwildert. Aber mit ein wenig Arbeit und Spucke sollte das alles gehen. Hier sieht man jede Menge Gewächse. Ich bin jetzt schon in der Parzelle. Muss man aufpassen, dass ich da hinten den Mann nicht drauf kriege. Da hinten steht Thomas. Es gibt ja neue Richtlinien oder irgend so ein neues Gesetz. Will ich mich nicht gleich in die Nesseln setzen. Hier steht eine Hütte. Ich finde ganz attraktiv. Kann man auch was draus machen. Bisschen Liebe und so, bisschen Farbe. Worauf man auch Bock hat. So sieht die Hütte von hier aus. Mal gucken, ob ich da noch einen Blick erhaschen kann. Ich glaube, das kann man nicht so gut erkennen, spiegelt sich eher mein Gesicht. Dann haben wir hier noch eine Hütte. Aufbewahrung. Hier sammelt sich schon ganz schön Wasser. Hier gehen wir jetzt mal rein. Na, wenn das geht. Okay, geht nicht. Ist schön abgeschlossen. So soll es sein. Ich weiß nicht, ob es hier einen Abstand gibt, werdet ihr auf der Liste sehen, die ich nachher dann am Ende mit hinzufüge. Ein bisschen kriege ich hier doch noch rauf, ganz wenig, aber immerhin. So, jetzt habe ich hier die Blumen fast gekillt. Also hier gibt es echt schöne Blümchen. Weiß nicht, was das alles ist. Ja, ab zum nächsten. So, ich befinde mich jetzt auf dem Gemeinschaftsplatz, wo jetzt ein Zaun gezogen wird. Das wird jetzt auch eine Parzelle. Alles relativ frisch gemäht. Oh, das ist so ein toller Garten nebenan, das müsst ihr euch angeschaut haben. Wer ihn noch nicht kennt, ich verlinke den Kanal mal. nur Spaß beiseite. Ja, hier hinten ist natürlich Wildwuchs, allerdings ganz, ganz viel Erde, die was taugt. Also ich gehe mal näher ran, wenn ich da rankomme. Möchte mir auch keine Zacken einfangen. Also ihr könnt sehen, hier gibt es Berge an Erde, Kompost, wie auch immer. Und ein bisschen Holz zu verwerten. Wer da was draus machen will, ist direkt neben meinem Garten. Wäre mir eine Freude, irgendwen hier begrüßen zu dürfen. Ansonsten unspektakulär. Ab zum nächsten. So, zu guter Letzt. Parzelle 44. So sieht sie aus. Hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Blumen, Pflanzen. Da war ein Komma zwischen. ja, gehen wir einfach mal rauf. So sieht es von drinnen aus. Ich schwenke mal langsam rum. Also, wie ihr sehen könnt, jede Menge Blumen. Laufen wir mal nach hinten, den Wasseranschluss gibt es auch schon, müsste wahrscheinlich nur freigeschalten werden. Irgendwas hier. Oh, eine Hütte. Ja, keine Ahnung, ich denke, da muss man was draus machen. Kompost steht. Ja, das war dann die letzte Parzelle. Ich hoffe, ihr habt alle gut aufgepasst. Und wenn ihr die Lösung habt, ab unten in die Kommentare. Und ihr seid automatisch mit dabei.
teilt das bitte bei Facebook, teilt das über WhatsApp, teilt das, wie auch immer, auf welchem Wege. Unterstützt den Thomas und letztendlich hier den Verein und die Gartenkolonie, diese Parzellen an den Mann zu bringen oder an die Frau. Und es wäre toll, wenn das Ganze auch Früchte tragen würde. Ich drücke dem Ganzen auf jeden Fall die Daumen. So, das war schon alles zu der Verlosung. Ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst. Für alle, die weiter wegkommen, nutzt diese Chance, nehmt an dieser Verlosung teil. Und für Thomas und den Verein wünsche ich, dass die Parzellen wegkommen, dass sie gepachtet werden. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, vielleicht geht die eine oder andere weg. Und ja, wie gesagt, hier neben mir, da ist frei, vielleicht gesellt sich irgendwer zu mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat auf irgendeine Art und Weise Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss, euer Lars. Und an dieser Stelle einen schönen Gruß an den Thomas, das ist der Obmann. Ja, Flugzeug ist mit drauf, alle zerstören sie mir die Aufnahme. Wind, Flugzeug, Thomas und Momo sind am Sabbeln und ich versabbel mich jetzt auch noch. Also nochmal von vorne.